Ein Stück wie aus dem Lehrbuch. Da ist ein Werk von Modigliani, einem der teuersten Künstler unserer Zeit. Womöglich Raubkunst. Die Erben klagen auf Herausgabe. Angeklagt, die Kunstsammlerfamilie Narmad. Mythen umrankt, milliardenschwer. Die wiederum sagt, sie hat mit dem Bild überhaupt nichts zu tun. Vor Gericht lassen sich die Sammler vertreten durch Staranwalt Aaron Gallup, der sich rühmt, schon Karadzic verteidigt zu haben. Sein Gegner, Kunstdetektiv James Palmer, der den Modigliani für seinen Klienten zurückholen will. Die Klage lässt Gallup so kalt wie die neuesten Panama-Enthüllungen, mit denen er konfrontiert wird. Ich weiß nicht, was das für ein Dokument ist und woher. Es hat keinerlei Bedeutung. Ich glaube, die Familie Narmad sitzt jetzt ganz schön in der Klemme. Die Panama Papers liefern in dem jahrelangen Streit um das Bild jetzt neue Fakten. Offenbar sollte eine Briefkastenfirma verschleiern, wem das Werk wirklich gehört. Brisant, weil der Modigliani, wie wir noch zeigen werden, eine finstere Vorgeschichte hat. Bisher hat die Sammlerfamilie unschuldig getan und gesagt, wir besitzen den Modigliani gar nicht. Das Bild ist Eigentum des International Art Center. Wer ist das, fragten wir. Wissen wir auch nicht. Wem immer dieses IAC gehört, ist doch total egal. Wichtig sind die Fakten in dem eigentlichen Fall, ob sie überhaupt für ein Gerichtsverfahren ausreichen. Glauben Sie wirklich, dass es so sexy ist, über das International Art Center zu sprechen? Glauben Sie, dass es so sexy für Ihre Zuschauer ist? Das ist alles irrelevant. Lassen Sie uns lieber über das Bild selbst sprechen. Na gut. Das Bild, Mann mit dem Spazierstock, gehörte dem Pariser Kunsthändler Oskar Stettina. Einziger Beleg ist allerdings nur dieses Foto von der Biennale 1930, wo der Galerist das Bild ausstellte. Im Krieg floh der Jude Stettina und musste Hab und Gut zurücklassen. 1944 versteigerten die Nazis das Bild. Nach dem Krieg versuchte Stettina, es wiederzubekommen. Erfolglos, er stirbt 1948. Erst 1996 taucht das Bild auf einer Auktion bei Christie's auf. Der Käufer für 3,2 Millionen Dollar, offiziell das International Arts Center. Schon bald wird eine Verbindung zwischen dem IAC und der Familie Narmad vermutet. Denn sie zeigten den Modigliani in ihren Galerien. Die Narmads sind eine der bedeutendsten Familien im internationalen Kunstmarkt, bekannt für ihren tadellosen Ruf. Sie sind Händler mit besten Kontakten in die Wirtschafts- und Kunstszene. Mir scheint, die Kunst ist für sie mehr ein Spekulationsobjekt. Nichts, was eine Geschichte oder gar eine Seele hätte. Es kommt selten vor, dass die Narmads wie hier in Zürich 2011 mal einen Teil ihrer Sammlung der Öffentlichkeit präsentieren. Picasso, Mondrian oder eben Modigliani. Denn offenbar sind sie Kunstinvestoren, weniger Liebhaber. Und so liegt der Großteil ihrer 4000 Werke umfassenden Kollektion meist unsichtbar für Volk und Fiskus im Zollfreilager Genf. So machen es viele Sammler. Hier werden die Werke zwischengeparkt, bis es sich lohnt, sie bei Auktionshäusern wie Sotheby's wiederzuverkaufen. 2008 haben Davide Narmad und seine Familie das auch mit dem Modigliani schon mal probiert, der jetzt mit bis zu 25 Millionen Dollar taxiert wurde. Erfolglos. Denn nun war die zweifelhafte Herkunft des Bildes bekannt geworden. Die meisten Leute schauen genau hin, wägen das Risiko eines Kaufes gut ab. Und dann gibt es Leute, denen das egal scheint oder die offenbar äußerst risikofreudig sind. Die Narmads sind risikofreudig. Zusätzlich verwirren sie mit ökonomischen Taschenspielertricks. Eine familiäre Geschäftsstruktur mit an sich schon kompliziertem Aufbau. Da gibt es den Vater Davide, Neffen und Sohn. Beide heißen Helly. Und betreiben Galerien in London und New York. Und dann noch diese Briefkastenfirma. Sie ist, das steht jetzt durch die Panama Papers fest, im Besitz von Davide Narmad. Das ist ein Anteilsschein von Davide Narmad bezüglich des International Art Center mit Sitz in Panama. Der besagt, dass Davide Narmad 100% dieser Firma besitzt. Das untermauert unsere Vermutung, dass Davide Narmad in der Tat das IAC kontrolliert. Und es zeigt, dass sie gelogen haben, als sie sagten, sie hätten mit dem IAC nichts zu tun.
In den Panama Papers finden sich mehrere Dokumente, in denen Davide Nochmat als alleiniger Anteilseigner des IAC auftritt. Für die Kläger schließt sich eine Beweislücke. Für die Verteidiger der Nochmats ist das nur ein lächerlicher Nebenschauplatz. Meine Argumentation geht anders. Das Gemälde ist im Besitz einer Firma. Wenn Sie ein iPhone kaufen, kaufen Sie es dann von Steve Jobs oder Tim Cook oder kaufen Sie es von Apple? Mit Verlaub, der Vergleich hinkt. Es ist etwas anderes, in Panama eine Firma zu gründen, um sich hinter ihr zu verstecken. Vom Steuerparadies ganz zu schweigen. Der Rechtsstreit um den Modigliani geht in die nächste Runde, am 20. April. Ob amerikanische Richter es sexy finden, die Panama Papers einzusehen? Abwarten.